Nachdenkseiten. Die kritische Website. Versuchte Einmischung Kiews in Berichterstattung des ZDF. Was sagt die Bundesregierung? Von Florian Warwick. Die ukrainische Botschaft hat am 2. Februar eine Stellungnahme veröffentlicht, in welcher sie erklärt, ohne Zustimmung Kiews dürfte das ZDF und andere deutsche Medien nicht aus von Russland kontrollierten Gebieten im Donbass berichten. Am selben Tag griff auch das Außenministerium in Kiew das ZDF an und erklärte, dieses würde keinen Journalismus betreiben, sondern die Realität verzerren. Hintergrund war eine erstmalig sachlich neutrale Berichterstattung des ZDF von der anderen Seite der Front, aus der von Russland kontrollierten Stadt Mariupol in der Oblast Donetsk. Die Nachdenkseiten fragten die Bundesregierung, wie diese die Einmischung eines fremden Staates in die Programmgestaltung und Berichterstattung eines öffentlich-rechtlichen deutschen Senders bewertet. Nach den O-Tönen Informationen zum Hintergrund. So, Ukraine. Die ukrainische Botschaft hat am 2. Februar eine Stellungnahme veröffentlicht, in welcher sie erklärt, ohne Zustimmung Kiews dürfte das ZDF nicht aus von Russland kontrollierten Gebieten im Donbass berichten. Am selben Tag griff auch noch das Außenministerium in Kiew das ZDF an und erklärte, dieses würde keinen Journalismus betreiben, sondern die Realität verzerren. Da würde mich interessieren, teilt die Bundesregierung denn diese Sichtweise der ukrainischen Regierung oder verwehrt sie sich gegen diese versuchte Einmischung in die Programmgestaltung des ZDFs? Die Bundesregierung sagt, dass es eine redaktionelle Entscheidung von Medien ist, die sie bezüglich ihrer Berichterstattung treffen. Aber meine Frage war ja, hier hat sich ja die ukrainische Regierung recht weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, ohne Zustimmung Kiews dürfe das ZDF nicht aus dem Donbass berichten. Dazu hätte ich ganz gerne noch eine Einschätzung der Bundesregierung. Gerne auch Herr Hebestreit. Also Sie haben mir jetzt zwei Varianten zur Auswahl gegeben und ich habe Ihnen beantwortet, wie die Bundesregierung das sieht. Insofern ist das, glaube ich, beantwortet. So, jetzt hat er lange das Wort mit einem Thema, weil wir machen Frage und Nachfrage. Hintergrund. Am 29. Januar hatte das ZDF eine Doppelschalte mit ihrem Moskau-Korrespondenten Armin Körper aus der russisch kontrollierten Frontstadt Mariupol und der Ukraine-Korrespondentin Anne Brühl aus Odessa ausgestrahlt. Darin schildert Körper sachlich und reflektiert seine Eindrücke aus Mariupol. Gleich eingangs erklärte er: Es ist wichtig, sich ein Bild vor Ort zu machen. Ich halte es persönlich für wichtig, dass man von einem Krieg von beiden Seiten berichtet, wenn das denn geht. Anschließend betonte er auf Nachfrage, dass er und sein Team völlig unabhängig nach Mariupol gereist seien und sich ebenso frei bewegen und Menschen dort befragen können. Ebenso berichtete er über viel Wiederaufbau, unter anderem Schulen und ganze Wohnblöcke würden derzeit gebaut. Auch schildert er eine Begegnung mit Schauspielern eines Theaterensembles, die ihm erklärten, dass sie die letzten Jahre nicht auf Russisch spielen durften, das sei jetzt wieder möglich. Es folgt der Originalbeitrag des ZDF. Armin Körper in Mariupol. Schönen guten Abend. Hallo nach Mainz. Armin, wir haben es gerade in dem Beitrag gesehen. In den ersten Kriegsmonaten hieß es, dass die Stadt fast vollständig zerstört wurde. Wie ist dein Eindruck heute? Also ich sehe hier sehr viel Zerstörung. Man kann das vielleicht sehen. Wir stehen hier mitten im Zentrum von Mariupol. Hinter mir, sind die zerschossenen Trümmer eines Einkaufszentrums. Und sowas sieht man hier sehr viel in der Stadt. Schätzungen reden davon, es sei etwa 2/3 zerstört worden. Wir sehen aber auch sehr viel Wiederaufbau. Es werden Straßen, Schulen, Wohnblöcke, ganze Wohnviertel wiederaufgebaut. Das geht sehr schnell. Ich möchte mal vorne weggeben, Mariupol ist ein Ort, kein Ort für einfache und klare Antworten. Auch ich kann jetzt hier nur meine Eindrücke sammeln und schildern. Ich kann jetzt in den wenigen Tagen, wir sind seit vergangener Woche Mittwoch hier, auch für mich selbst kein vollständiges Bild hier finden und geschweige denn kann ich das vollständig vermitteln. Das möchte ich irgendwie vorne weggeben. Das sind irgendwie nur Momentaufnahmen und Eindrücke, was ich hier schildern kann.
Absolut, aber diese Eindrücke sind wahnsinnig wichtig, denn das ist ja eigentlich mal das Mindeste, was man aus der Stadt hören kann. In Ansätzen hast du die Frage von Gamer96 schon beantwortet, eben inwieweit Mariupol wieder aufgebaut ist. Du bist ja unser ZDF-Korrespondent in Moskau. War das denn kompliziert, nach Mariupol zu reisen? Und daran schließt sich noch eine Frage von Marc an. Er möchte gerne wissen, konnte sich das Team frei bewegen und mit den Menschen sprechen oder war das alles nur in Anführungszeichen unter russischer Führung? Also wir sind völlig unabhängig, alleine unser ZDF-Team mit dem Auto aus Moskau über Rostov am Don haben wir die Grenze zur Ukraine überquert und sind nach Mariupol gefahren. Dafür brauchten wir Einreisepapiere, die haben wir von russischer Seite erhalten. Ich möchte ganz deutlich machen, dass das nicht heißt, dass wir diese Besatzung von Russland anerkennen. Ich denke aber, dass es wichtig ist, sich ein Bild vor Ort zu machen. Und wenn wir die Gelegenheit haben, dann sollten wir das tun. Ich halte das persönlich für wichtig, dass man von einem Krieg von beiden Seiten berichtet, wenn das denn geht. Und gerade wie wir das hier heute Abend machen, dass Anne aus der Ukraine berichtet und ich aus dem von Russland besetzten Teil der Ukraine, dann haben ja die Zuschauerinnen und Zuschauer die Chance, sich ihr Bild zu machen. Und ich denke, das ist unsere Aufgabe. Auf die Frage aus dem Chat, ja, wir können uns hier frei bewegen. Wir haben die Einreisepapiere, wir werden aber nicht überwacht, zumindest bekomme ich das nicht mit. Wir können uns in der Stadt bewegen, können auch Menschen ansprechen. Also wir haben da eigentlich keine Einschränkungen. Du sagst, du kannst die Menschen ansprechen. Wer lebt denn noch in Mariupol und waren die Menschen bereit dafür, waren die offen dafür, mit euch zu sprechen? Also diese Stadt hatte bei Kriegsbeginn, ich glaube, etwa 450.000 Einwohner. Man kann das ganz schwer sagen, es gibt keine offiziellen Zahlen. Offizielle Zahlen sprechen von 20.000 bis 80.000 Todesopfern in dieser Stadt. Man sagt, dass etwa ein Drittel noch hier ist. Die, die hier sind, die sprechen, mit denen können wir problemlos sprechen. Mariupol ist keine Geisterstadt, das möchte ich ganz klar sagen. Man sieht hier Leute auf der Straße, die führen hier ihr Leben. Und die sind offen. Ich habe jetzt eigentlich da keine Vorbehalte gespürt. Diejenigen, die wir angesprochen haben, die haben auch mit uns gesprochen. Es gibt eine Frage von Cremeschnitzel aus dem Chat. Ich weiß nicht, ob du sie beantworten kannst. Ich möchte sie dir trotzdem gerne stellen. Er fragt, wie stehen die jungen Leute zur Besatzung? Sind die eher pro-russisch oder eher pro-westlich? Wie gesagt, ich kann nur meine Eindrücke wiedergeben. Ich kann nicht mit jedem Bürger in dieser Stadt sprechen. Und wahrscheinlich ist es so, dass die, die offen mit uns sprechen, eher die sind, die pro-russisch sind. Wenn es noch Menschen in dieser Stadt gibt, die pro-westlich sind, dann sind die wahrscheinlich sehr viel zurückhaltender und fürchten möglicherweise auch Repressalien mit uns zu sprechen. Also mein Eindruck ist, dass die, die hier geblieben sind, die jetzt noch da sind, die sind wahrscheinlich mehrheitlich pro-russisch. Wir haben es ja vorhin gesagt, die Stadt wurde weitgehend zerstört. Man stellt sich natürlich die Frage, die Wirtschaft lag ja dann auch brach, natürlich. Wo schlafen diese Menschen? Wo arbeiten sie? Wie leben sie? Icke fragt auf YouTube, wie ist die humanitäre Krise dort mittlerweile zu bewerten? Wie müssen wir uns das vorstellen? Also wie schon gesagt, es ist keine Geisterstadt. Diese Stadt funktioniert. Es gibt Elektrizität, es gibt Heizung, es gibt fließendes warmes Wasser, es gibt Internet, WLAN. Das ist alles da. Die Menschen führen hier ihr Leben. Es sind Geschäfte geöffnet, Restaurants und so weiter. Große Fabriken gibt es nicht. Am Hafen passiert auch nicht viel. Insgesamt ist mein Eindruck, oder Zahlen sagen das auch, 80-90% der Budgets der Besetzten dieser vier besetzten Regionen in der Ukraine, also durch Russland besetzte Regionen, das sind Donetsk, Luhansk, Cherson und Zaporizhia, da sind etwa 80-90% des Budgets kommt von Russland. Also Russland pumpt hier sehr viel Geld hinein. Man sagt, im vergangenen Jahr waren das etwa 6 Milliarden Dollar. Und wie russisch ist Mariupol mittlerweile? Also ich denke an Schulen, an Kulturbetriebe. Wie ist das?
Also in Mariupol war und ist die vorherrschende Sprache Russisch. Das war auch vor dem Krieg so. Uns erzählen Menschen, wir haben zum Beispiel am Theater gedreht, dieses Theater wurde ja komplett zerstört, wir haben da mit Schauspielern gesprochen und so, die erzählen uns, dass sie eben in den letzten Jahren gar nicht Russisch spielen durften. Jetzt spielen sie wieder Russisch. Das sind natürlich auch Gründe für Menschen, hier zu bleiben, wenn sie ihre Sprache weiter sprechen können und in ihrer Sprache arbeiten. Weil die Mehrheit der Menschen war hier muttersprachlich Russisch und ist es immer noch. Ich denke, das ist schwer zu sagen, wie russisch ist Mariupol. In den Schulen gibt es neue Bücher, gibt es neue Lehrpläne, der Geschichtsunterricht, all das folgt jetzt natürlich der russischen Narration, das ist ganz klar. Aber es sind die Menschen hier, also ich spreche mit wenigen, die sich gegen Russland äußern. Ist natürlich auch möglicherweise irgendwie eine schwierige Situation für die Menschen vor Ort, sich dann irgendwie in irgendeiner, in eine andere Richtung zu äußern. Ich würde gerne noch ein paar Fragen aus dem Chat abarbeiten. Daniel fragt, sieht man viel Militär und militärische Checkpoints in der Stadt? Ja. Es ist sehr viel Militär in der Stadt. Es sind überall Checkpoints an den Zugangsstraßen zur Stadt. Also überhaupt in den besetzten Gebieten ist sehr viel russisches Militär. Thomas möchte wissen, gibt es einen Partisanen? Was ich noch ergänzen könnte, es ist hier auch eine Ausgangssperre zum Beispiel ab 20 Uhr deutscher Zeit, 22 Uhr hier. Und dann übernimmt das Militär die Kontrolle über die Stadt. Und Thomas möchte wissen, gibt es ein Partisanennetz in der Stadt? Gibt es Widerstand? Davon sehe ich nichts. Also ich weiß es nicht. Das tritt mir gegenüber nicht in Erscheinung. Ich sehe davon nichts. Jonathan möchte wissen, was haben die russischen Besatzer aus dem Theaterplatz gemacht, beziehungsweise was ist dort geplant? Genau, das Theaterensemble, mit den Leuten haben wir gesprochen, die spielen zurzeit in der Philharmonie. Das Theater wird wieder aufgebaut. Das ist eine große Baustelle, soll, glaube ich, bis Ende des Jahres wieder aufgebaut werden. Ronald fragt, was ist aus den Massengräbern vor der Stadt geworden, die damals auf den Satellitenbildern zu erkennen waren. Kannst du was dazu sagen? Genau, ich kenne die Bilder auch von den Massengräbern aus Mariupol. Ich sehe hier am Stadtrand sehr viele, sehr große Friedhöfe mit sehr vielen neuen Gräbern. Bekommen die Leute in den besetzten Gebieten zum Beispiel Rente oder besser gesagt, welche Leistungen bekommen sie von den Russen, fragt Wolfgang? Also sie bekommen russische Renten. Ich vermute mal, dass die auch ein bisschen höher sind, als sie das in der Ukraine sind, aber das weiß ich jetzt nicht genau. Aber sie bekommen Rente. Ich habe mit einer Rentnerin vor ein paar Tagen gesprochen, die sprach von 100, 150 Euro im Monat, was sie jetzt vom russischen Staat als Rente bekommt. Insgesamt ist halt sehr auffällig, wie viel aufgebaut wird. Es werden neue Schulen gebaut, es wurde uns ein topmodernes Krankenhaus vorgeführt und das ist natürlich alles folgend der russischen Narration. Natürlich ist für die Menschen, die hier geblieben sind, ist das wichtig, dass es Schulen gibt, wenn es moderne Krankenhäuser gibt, eine Gesundheitsversorgung gibt und damit gewinnt Russland natürlich hier auch Menschen. Russland soll ja die Umsiedlung von mehreren hunderttausend Menschen nach Mariupol planen. Siehst du da irgendwelche Anzeichen für? Das sehe ich hier nicht, aber das macht natürlich aus russischer Sicht Sinn. Diese Stadt ist etwa Schätzungen zufolge noch ein Drittel der Bevölkerung hier. Wenn die Wirtschaft hier wieder anlaufen soll, der Hafen und so weiter, dann braucht es Menschen. Und Russland hat natürlich ein Interesse, russische Menschen hier anzusiedeln. Und die Russifizierung von Landstrichen durch das Ansiedeln von russischen Menschen, das ist ja was, was in der Sowjetunion immer wieder passiert ist und was natürlich Geschichte hier hat. Armin, letzte Frage an dich. Du sagst, es leben nicht mehr viele Menschen in Mariupol. Wer baut denn diese Stadt überhaupt auf? Das sind ganz viele Menschen aus Russland. Also auf den Baustellen sehen wir viele Menschen aus Zentralasien. Aber auch wenn wir jetzt ins Krankenhaus gehen, Ärzte, Lehrer, die Bauleiter auf den Baustellen, das sind fast alles Menschen aus Russland, die zum Arbeiten hierher kommen. Armin, ich danke dir sehr für deine Schilderungen aus Mariupol. Ich möchte noch von Ulysses auf YouTube einen Kommentar vorlesen für dich. Er schreibt nämlich, danke für den Einsatz, unfassbar mutig.
Dankeschön. Mach's gut, Armin. Bis bald. Alles Gute. Tschüss. Doch auch wenn der ZDF-Korrespondent zwischendurch immer wieder explizit betont, dass es sich hierbei nur um subjektive Momentaufnahmen handle und dass er mit der Reportage nicht das russische Besatzungsregime legitimieren will, war alleine der Versuch eines deutschen öffentlich-rechtlichen Senders von beiden Seiten der Front zu berichten etwas, was zum Beispiel der französische ÖRR-Sender France 2 von Beginn an gemacht hat, zu viel für die ukrainische Botschaft in Deutschland und das Kiewer Außenministerium. So veröffentlichte die ukrainische Botschaft am 2. Februar folgende Stellungnahme. Der Besuch des Moskauer ZDF-Büroleiters im besetzten Mariupol ohne Zustimmung der Ukraine verstößt gegen ukrainisches Recht. Wir fordern ZDF auf, eine offizielle Stellungnahme abzugeben. Zuvor hatte der Sprecher des ukrainischen Außenministeriums, Ole Nikolenko, das ZDF verbal angegriffen und erklärt, der Sender betreibe keinen Journalismus, sondern verzerre die Realität. Zusätzlich drohte er mit Konsequenzen für die weitere Arbeit des ZDF in der Ukraine. Zitat: Die Realität zu verzerren ist kein Journalismus. Darüber hinaus verstößt der Besuch des Moskauer ZDF-Büroleiters im besetzten Mariupol ohne die Zustimmung der Ukraine gegen ukrainisches Recht. Wir fordern ZDF auf, eine offizielle Erklärung abzugeben. Die Verletzung der ukrainischen Gesetze kann die weitere Arbeit der Medien in der Ukraine beeinträchtigen. Zitat Ende. Eigentlich eine eklatante Einmischung eines fremden Landes in die Berichterstattung und Programmgestaltung eines öffentlich-rechtlichen deutschen Senders. Doch von Seiten der Bundesregierung gab es bisher keinerlei Kritik an diesem Kiewer Vorgehen und dem versuchten Eingriff in die Pressefreiheit. Man braucht sich nur vorzustellen, wie die Reaktion des Auswärtigen Amtes ausgefallen wäre, wenn diese Art der Einmischung und Drohung nicht von ukrainischen, sondern russischen oder chinesischen Diplomaten ausgesprochen worden wäre. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.